19.30 Uhr am Samstag. Zeit für die Hessenschau. Schön, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Die Beschäftigten der Binding-Brauerei wollen die Schließung nicht hinnehmen und haben heute demonstriert. Und Rettungseinsatz per Drohne. Gießener Studenten haben die Technik dazu entwickelt, um die Medizin digitaler zu machen. Draußen ist es knackig kalt, also die besten Voraussetzungen für die Skigebiete hier in Hessen. Denn dank der eisigen Temperaturen konnten die so früh wie schon lange nicht mehr starten. Am Mittwoch ging's los in Willingen und der Wasserkuppe. Und genau da, auf der Wasserkuppe, haben die Betreiber heute Morgen auf viele Skibegeisterte gehofft, trotz gestiegener Preise. Perfekter Winter zum Skisaisonstart auf der Wasserkuppe. Nicht nur die Pisten, auch die Skischule von Udo Braun ist voll. Noch. Denn die höheren Energiekosten dieses Jahr bedeuten auch höhere Preise für die Skifahrer. Kurse und Tageskarten sind um die 10% teurer als im Vorjahr. So mancher Wintersportler könnte sich davon abschrecken lassen. Bis jetzt merken wir noch nichts davon, aber ich gehe davon aus, das könnte dann schon ein Grund sein, dass es weniger wird. Also momentan sind wir ganz gut dabei. Es geht extrem los jetzt nach Weihnachten. Da sind wir sehr gut gebucht bis jetzt. Wir haben aber Kapazitäten natürlich noch frei. Larissa Scheuermann hat 15 Euro pro Tageskarte ihrer Kinder gezahlt. 2 Euro mehr als vergangenes Jahr. Doch der Spaß für die Familie soll deshalb nicht auf der Strecke bleiben. Nee, das muss jetzt mal sein, das erste Mal. Und das ist es uns wert, genau. Mhm. Wie ist hier so die Stimmung? Total gut, also so ein bisschen Urlaubsstimmung. Das Thermometer zeigt -3 Grad. Die Schneekanonen sorgen für Neuschnee. Extra angeschafft, denn die beiden neuen funktionieren nur noch mit einem statt mit 2 Motoren. Das soll Energie sparen. Es sind bis zu 15% Energieersparnis drin. Dadurch, dass jetzt nur nicht vom Strom, sondern auch, weil die mehr Schnee in kürzerer Zeit erzeugen können durch die Düsentechnologie. Und deswegen werden wir auch wahrscheinlich die nächsten Jahre ältere Modelle gegen neuere austauschen können, um somit effizienter zu beschneiden. Auch in eine neue Umwälzanlage im nahegelegenen See wurde investiert. Die pumpt das Wasser direkt in die Schneekanonen. Dadurch ist es bereits kälter und es benötigt bei der Schneeproduktion ebenfalls weniger Energie. Damit die Ticketpreise nicht noch weiter erhöht werden müssen. Natürlich ist es teurer geworden. Wir geben es auch in kleinen Schritten an die Kunden weiter. Also die Tageskarte ist jetzt von 18 Euro auf 20 Euro gestiegen. 2 Euro für den ganzen Tag Skifahren, denke ich mal, ist verkraftbar, was man mehr zahlen muss. Ich denke mal, die Leute nehmen es in Kauf. Natürlich können sie auch sparen, wenn sie nicht so weit fahren müssen, ins Mittelgebirge zu uns, anstatt in die Alpen zu fahren. Denn das Winter Wonderland, es liegt in Hessen. Total toll, diese zugeschneiten Bäume. Und wir waren auch schon mal vor ein paar Jahren hier. Wunderschön im Märchenwald gewesen. Deswegen sind wir auch dieses Jahr mal wieder hergefahren. Im Tal stärken sich die ersten Skifahrer. Für Kaffee, Bratwurst und Co. muss man dieses Jahr ebenfalls etwas tiefer in den Schneeanzug greifen. Na, natürlich auch geschaut, wo ist nicht zu teuer. Aber das war jetzt für uns preis-leistungsmäßig, war das jetzt okay. Ja, ist mir wert. Ist mir wert. Macht Spaß, Snowboard zu fahren. Und es lohnt sich ja. Fast 4 Kilometer Piste laden im größten Skigebiet der Rhön zum Wintersport ein. Auch bei Dunkelheit. Das Manko, die Flutlichtanlage. Denn die ist ein wahrer Energiefresser. 40% Strom sollen deshalb neue LED-Scheinwerfer zukünftig einsparen. Ob die Schüler aus der Skischule heute noch bis zum Flutlichtfahren Energie haben werden, zeigt ebenso die Zukunft. Ja, und um die Zukunft geht's auch den etwa 150 Mitarbeitern der Binding-Brauerei in Frankfurt. Für sie war es ein Schock, als sie erfahren haben, dass die Brauerei im kommenden Jahr schließen soll. Wieder ein hessisches Traditionsunternehmen, das dicht macht. Heute haben die Mitarbeiter gegen die Schließung protestiert. Sie wollen nicht aufgeben und weiterkämpfen, denn für sie steht viel auf dem Spiel. Die letzten Tage des Jahres sind auch eine Zeit, in der ein Lebensabschnitt von Niklas Drobmann zu Ende gehen könnte. Im September erfährt er, dass die Binding-Brauerei geschlossen werden soll. 15 Jahre hat er dort gearbeitet. Vor Weihnachten, wo es ja eigentlich so ein harmonisches und friedliches Fest mit der Familie sein sollte, wo man sich eigentlich nicht Gedanken machen möchte darüber, wie jetzt das nächste Jahr aussieht, sondern erstmal das alte Jahr ausklingen lassen möchte, ist es natürlich ein ganz schöner Schlag in die Magengrube, wenn man dann so eine Bekanntmachung bekommt und ja, man dann eigentlich vor die Tatsache gestellt wird, dass man sich ab nächstes Jahr einen neuen Job suchen darf.
Statt besinnlicher Adventszeit gibt es vor der Binding-Brauerei heute lauten Protest. Zwei Drittel der Produktionsanlagen stehen hier still. Dieses Argument der Geschäftsleitung für die Schließung kann hier keiner nachvollziehen. Hier wurden zunächst 500.000 Hektoliter Braukapazität abgezogen. Und anschließend bekommen die Menschen gesagt, ihr seid nicht mehr profitabel. Die Frage ist doch, wo werden die 500.000 Hektoliter heute gebraut und können die wieder hier nach Frankfurt zurück, damit dieser Betrieb hier ausgelastet ist. Dann reden wir von einer ganz anderen Situation. Das sind vorgeschobene Instrumente und Argumente, um hier den Laden auszuhöhlen und dann auch zu schließen. Die Radeberger Gruppe schreibt uns, dass gerade die Produktionsanlagen nicht ausgelagert worden wären. Das Problem sei, dass die Menschen immer weniger Bier trinken. Was richtig ist, wir haben 2018 bereits eine Mehrweganlage, also Abfüllkapazität, am Frankfurter Standort stillgelegt. Auch dies schon als Reaktion auf die weiter sinkenden Mengen der Heimatmarken. Diese sind auch ursächlich für den heute so massiven Leerstand. Das will der Betriebsrat so nicht hinnehmen und stattdessen weiter über Alternativen zur Schließung sprechen. Wir haben ja Absatz im Rhein-Main-Gebiet mit auch anderen Sorten. Und die Frage ist, kann man da gemeinschaftlich dran arbeiten, wieder das mehr zu beleben, ist ein Thema. Aber auch die Fragestellung, wie können wir gemeinsam mit Lösungen, also Arbeitszeit, Auslastung des Standortes, wieder was bekommen? Viele vermuten, dass es für die Radeberger Gruppe lukrativer sein könnte, das Brauereigelände mitten in Frankfurt zu verkaufen, um teuren Wohnraum zu schaffen. Klar ist, dass wir in Frankfurt immer wieder solche Situationen haben, wo Unternehmen geschlossen werden, Unternehmen, die eine große Tradition haben, weil man Interesse daran hat, auf dem Grund und Boden eine höherwertige Nutzung zu etablieren. Und deswegen haben wir als Stadt und habe ich auch als Planungsdezernent sehr deutlich gemacht, dass wir da nicht mitmachen werden. Was die Zukunft der Brauerei und die berufliche Zukunft von Niklas Drobmann und seiner Kollegen angeht, heißt es jetzt hoffen und beten. Wir machen weiter mit den Nachrichten des Tages. Was heute sonst noch wichtig war in Hessen, haben wir jetzt in der Zusammenfassung. In Flörsheim im Main-Taunus-Kreis ist ein Mann erstochen worden. Zunächst streiten sich zwei Männer auf offener Straße. Dann kommen wohl Bierflaschen zum Einsatz und auch ein Messer. Dabei wird einer der beiden schwer verletzt. Die sofort verständigten Rettungskräfte versuchen, den Mann zu reanimieren. Er stirbt jedoch noch auf der Straße. Der Täter kann zunächst flüchten, wird später jedoch festgenommen. Ein brennendes Auto löschen und mit einer Wärmebildkamera die Temperatur der Autobatterie im Blick halten. Es war eine Feuerwehrübung hier in Calden. 20 Minuten dauerte ein Löschvorgang und er wurde 3 Stunden lang in mehreren Durchgängen geprobt. Zugrunde liegt ein ausgefeiltes Trainingskonzept, um die Feuerwehrkräfte auf solche Einsätze vorzubereiten. Bislang wurden über 8000 Kräfte geschult. Auch das Auto ist speziell für diese Übung entwickelt worden. Natürlich, hier, bitte schön. Ich verteile noch weiter. Zu Weihnachten sollen auch Tiere etwas bekommen. Und so gibt es Geschenke im Tierrefugium Hanau. Es sind vor allem Familien, die heute zum Weihnachtsbesuch kommen. Das Tierrefugium ist ein Gnadenhofprojekt und wurde gegründet, um gerade Tieren, die es bisher besonders schwer im Leben hatten, ein dauerhaftes Zuhause zu geben. Eine solche Art von Bescherung wie heute gibt es aber nicht nur zu Weihnachten, sondern insgesamt 4-mal im Jahr an Feiertagen. Weihnachten kommt und Hessens größter Chor heute steht in Fulda auf dem Domplatz, kündigt die frohen Tage an und stimmt auf das Fest ein. Auf die Beine gestellt wurde das Ereignis von einem Zusammenschluss der Fuldaer Kirchen- und Kulturverbände. Gekommen sind bis zu 3000 Teilnehmer, die teils aus voller Brust die bekanntesten Weihnachtslieder geschmettert haben. Die ganze Woche schon schauen wir bei unserem Themenschwerpunkt Medizin 4.0 darauf, wie es aussieht in Sachen Digitalisierung in der Medizin. Forschung ist dabei ganz wichtig und das wird in Gießen gemacht an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Mehrere Studententeams entwickeln digitale Apps für verschiedene Erkrankungen, wie zum Beispiel Parkinson oder Asthma, aber auch spannende technische Neuheiten für den Rettungsdienst. Wir wollen was entwickeln, was die Patienten benutzen können und ich glaube, das ist auch unser Gradmesser. Wir haben heute wirklich schwierige Bedingungen. Es ist nicht nur dunkel, wir haben Minustemperaturen und wir haben Schnee.
Dillenburg-Frohnhausen. Alle sind hochkonzentriert vor dem Drohnenstart. Und dann geht es los. Die erste Drohnenübung der Technischen Hochschule Mittelhessen zusammen mit dem Rettungsdienst und der Feuerwehr. Das Uni-Team hat eine spezielle Technik dafür entwickelt. Die Rettungskräfte sollen bei Großeinsätzen Hilfe aus der Luft bekommen. Meltem Kattikeier steuert eine der Lichtdrohnen. Die ersten Lichter, die aufgestiegen sind, um entsprechend die Lage zu beleuchten. Das Übungsszenario: Ein Auto ist mit einem Gefahrstoffgüterzug kollidiert. Mehrere Menschen sind in Lebensgefahr. Die Drohnen sind mit extrem starken Scheinwerfern, Messsensoren und Wärmebildkameras ausgestattet. Sie sollen Gefahrstoffe erkennen und Verletzte orten. Triage aus der Luft. Wir sind in der Lage, mit der Wärmebildkamera die Patienten zu differenzieren. Haben die schon eine Hypothermie, das heißt, sind sie unterkühlt oder noch nicht? Oder wir können aus der Luft schauen, sind irgendwelche Patienten, die zum Beispiel Blutungen haben? Dann werden die Rettungskräfte zuerst zu diesen Patienten geleitet. Hier kommen die Drohnenpiloten her. Die Technische Hochschule Mittelhessen in Gießen. Der Campus? Ein bisschen wie das Silicon Valley der Medizinforschung. Im Fachbereich Gesundheit werden zukünftige Medizininformatiker ausgebildet. Und es gibt den Masterstudiengang Digitale Medizin. Die Studenten arbeiten im Labor, entwickeln zusammen Gesundheits-Apps. Das Ziel? Forschung mit viel Praxisbezug. Das kommt gut an. Weil ich halt sehr viele Anwendungsgebiete in diesem Bereich sehe, was man halt für Menschen machen kann im Bereich der digitalen Technologien. Hier wird eine App für Parkinson-Kranke entwickelt. Die Forscher haben Patienten zum Testen eingeladen. Eine Smartwatch soll Bewegungsmuster erkennen und aufzeichnen können. Zum Beispiel das Zittern der Hände oder wie gut spezielle Übungen klappen. Anhand aller Daten soll die App dann analysieren, ob sich die Krankheit verschlechtert hat. Im Moment ist es so, dass die Termine beim Facharzt aber immer im vierteljährlichen Rhythmus sind. Also die Zeit dazwischen ist quasi ein Blindflug, wo sie von ärztlicher Seite nichts machen können, wo aber auch der Patient keine Versorgungsanpassung hat. Und da wollen wir natürlich hin und ich glaube, da kann Technik auch helfen. Ein Zukunftsprojekt ist auch Quietam Nox, der ruhige Schlaf. Die Forscher haben ein intelligentes Überwachungssystem für Kleinkinder mit Asthma oder Pseudokrupp entwickelt. Das Besondere, es kommt ganz ohne Kabel und Sensoren am Körper des Kindes aus. Das Hessische Digitalministerium fördert das Projekt. Wir haben ein Kamerasystem, der dreidimensionale Informationen aufzeichnet. Wir haben ein Mikrofon-Array, der im Prinzip unterscheidet, kommt die entsprechende Husten-, Atemnot-Episoden, Pfeifereignisse vom Kind oder ist das tatsächlich von der Umgebung entstanden? Eine echte Neuerung. Inzwischen wird das System schon bei Familien in Gießen und an einer Kinderklinik in Regensburg erprobt. Zurück zur Drohnenübung in Frohnhausen. Das Hochschulteam sucht jetzt aus der Luft nach zwei Verletzten im Wald. Es ist eiskalt und muss schnell gehen, denn selbst die Übungsopfer frieren. So ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, aber wir sind mit sehr guter Technik ausgestattet und hoffen, dass wir die Wärmesignaturen jetzt möglichst schnell finden, damit dann die Einsatzkräfte dementsprechend vorrücken können. Und dann ist es soweit. Die Drohnen haben die Verletzten im Wald gefunden. Da ist die zweite Verletzte. Wie gesagt, hier drauf sehen wir eine Patientin. Zwei thorakale Blutung. Die Drohnen leuchten den Einsatzort aus. Der Rettungsdienst kann vorrücken und die Verletzten nacheinander versorgen. Das blutende Bein wird zuerst behandelt. Das hätten die Helfer ohne die Drohnentechnik nicht gewusst. Schnell werden beide Übungsopfer aus der Kälte geborgen. Ein gelungener Einsatz. Der Rettungsdienst ist beeindruckt. Wir sind immer die Ersten vor Ort und da sind frühe Bilder unheimlich wichtig. Und das hat die THM, glaube ich, heute Abend hier sehr eindrucksvoll bewiesen, wie gut das funktionieren kann. Überall da, wo es unübersichtlich wird, könnten die Drohnen helfen. Bei Waldbränden, Zug- oder Autobahnunfällen. Die Übung ist geschafft und Drohnenpilotin Meltem Kattikeier erleichtert. Ich hatte anfangs ein bisschen Bedenken, weil es so kalt gewesen ist, aber die Drohne hat eine halbe Stunde jetzt in der Luft gehangen, trotz des Windes, trotz der Kälte und es war perfekt.
Triage aus der Luft oder die Entwicklung von Gesundheits-Apps. Von der Technischen Hochschule Mittelhessen ist noch einiges zu erwarten für die Zukunft der Medizin. Frauen, die nicht schweigen, sondern den Mund aufmachen und in ihren Reden darüber sprechen, was sie persönlich bewegt. Ja, und meistens sind es rebellische Reden. Und die haben sie bei der Veranstaltung Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen in Kassel zum Besten gegeben. Dinge wurden angeprangert, wie zum Beispiel, wie Frauen im Alter gesehen werden. Nie wieder will ich das Wort rüstig hören. Im Wörterbuch steht, rüstig, trotz fortgeschrittenen Alters, noch fähig, anstrengende Aufgaben zu erledigen. Nein, nicht trotz, sondern wegen kann ich da nur erwidern, dem Wörterbuch. Eva Schulz-Janda ist sauer, offensichtlich. Sauer, dass man als vermeintlich alter Mensch nicht mehr gesehen, gehört wird, insbesondere als Frau. Bei den Vorträgen Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen sind bereits zum zweiten Mal alle Frauen dazu aufgerufen, Reden zu schreiben. Eva Schulz-Janda ist eine solche ungehaltene Frau, hatte ein bewegtes Leben von Anfang an. In Oberschlesien geboren, mit ihrer jüdischen Familie nach Texas geflohen. Dort studiert, Debattierwettbewerbe gewonnen. Laut und sichtbar war sie schon immer. Warum sollte es im Alter anders sein? Wenn ich an 87-jährige Frauen denke, dann denke ich, oh Gott, wie alt. Aber wenn ich an mich dann denke, dann denke ich, nee, ich bin überhaupt nicht 87 Jahre alt, ich bin viel jünger. Ich habe immer noch Englischkurse, ich mache immer noch ganz viele andere Sachen. Ich bin im Vorstand von mehreren Vereinen und so. Und das verbinde ich nicht mit dem Behördenalter. Sie will ermuntern, sich den gesellschaftlichen Normen nicht zu unterwerfen. Genau dafür sollen die ungehaltenen Reden Raum geben. In Gedenken an die Schriftstellerin Christine Brückner, die unter anderem fiktive Reden weiblicher Persönlichkeiten schrieb. Knapp 100 Frauen sind dem Aufruf gefolgt, sich Gehör zu verschaffen. Hast du dieses Gesicht hinter dieser Maske erwartet? Ganz ehrlich, ich habe Freunde, die ähnlich aussehen und froh gewesen sind, sich hinter einer Maske verstecken zu können. Das ist mein erstes Mal, dass ich diese Geschichte in Ganze und voller Länge erzähle und dass ich mich nicht dafür schäme. Ich weiß immer noch nicht, warum man unsere Boote auf dem Meer ertrinken lässt. Uns wieder in das vorige Land, das wir mit unseren letzten Kräften passiert haben, zurückdrängt. Ist das der Kontinent, der die Menschenrechte hochhält? Hinter jeder Rede steht eine Persönlichkeit, ein Erfahrungsschatz und oft eine Menge Wut. Ihr Ziel? Motivieren, dass sich in Zukunft noch mehr Frauen trauen, sich ins Rampenlicht zu stellen. Ich fände das so toll, wenn alle anfangen zu erzählen, weil es eben auch nicht darum geht, dass man hier die perfekte Rede halten muss, sondern es geht eigentlich um diesen Schritt, sich zu trauen. Warum bin ich ungehalten und was kann ich eigentlich anderen Menschen erzählen dazu und was können die dann vielleicht verstehen? Alle eingereichten Reden bleiben auch im Internet abrufbar, sollen sichtbar sein, um neue Perspektiven zu eröffnen und alte Strukturen und Ansichten hinter sich zu lassen. Nie wieder will ich den Satz hören, mute dir das noch nicht mehr zu. Ich mute mir zu, Flüchtlinge aufzunehmen, Deutschunterricht zu geben und ich mute mir zu, was ich will und was mir passt. Als wir am Donnerstag unser dolles Dorf gezogen haben, hat unsere Reporterin Nora Enz Oberhain gesagt und hat das N unterschlagen. Eigentlich heißt es nämlich Obernhain. Und als Wiedergutmachung für den kleinen Fauxpas hat sie mit angepackt, hier beim Striegeln der Mähne des Isländers. Obernhain liegt übrigens in der Nähe von Wehrheim im Hochtaunus und ist mit 1700 Einwohnern definitiv eins unserer größeren Dörfer. Hier wird gebürstet, die Struktur des Holzes rausgearbeitet. Bei Frank Bausch, Schreinermeister. Er schreinert hier in der dritten Generation. Aussterbende Art, leider. Für ihn sein Traumberuf. Ist einer der wenigen Berufe, wo man von Anfang bis Ende ein komplettes Werkstück selber machen kann.
Also ich kaufe das Holz, säge, hobele, dann kommt das Lackieren oder das Ölen. Ich habe alles in meiner Hand. Vor allem, wenn man dann diesen einen Spezialsonder, das gibt's nur einmal im Leben, Auftrag bekommt. Dazu später mehr. Hier, in diesem rund 1700 Seelendorf im Hochtaunus, Gemeinde Wehrheim und... Das Schönste an Wehrheim ist Obernhain. Zart bezuckert, was der Borkenkäfer und die trockenen Sommer vom Wald übrig gelassen haben. Rad- und Wanderwege rund um Obernhain gibt es viele. Es ist zwar alles sehr steil, aber heute mit Mountainbike und E-Bike ist das ja heute kein Problem mehr. Ausflugsziele gibt es auch genug. Und mitten im Wald eine Quelle, die gar keine ist, sondern eine Wasserleitung, die hier endet. Auf jeden Fall ein Grund zum Rasten. Es ist staatlich nicht anerkannt als Trinkwasser, aber jeder, der hier vorbeikommt, trinkt's und bis heute ist noch keiner daran gestorben. Dass Obernhain ein Mühlendorf war, daran erinnert das Wahrzeichen. Und hier können die Wanderer und Obernhainer auch einkehren, denn eine Dorfkneipe gibt es noch. Aber weder Bäckerei noch Metzgerei. Dafür gibt es das Hoflädchen von Alexandra Rubel. Sie vermarktet hier Hausgemachtes aus dem Vogelsberg. Früher im Marktwagen zu besonderen Anlässen, dann kam der Lockdown. Natürlich hast du dann erstmal überlegt, wie soll es jetzt weitergehen, weil wir unseren Hof im Vogelsberg damit bewirtschaften, mit der Selbstvermarktung. Und und dann kam die Idee, wir stellen uns hierher und probieren. Hier am Hirtenhof hat sich der Laden etabliert, in schöner Eintracht mit 120 Isländern. Auf dem Reiterhof werden sie rundum versorgt. Hier wird gezüchtet und die Jungpferde bekommen eine solide Grundausbildung, bis sie schweren Herzens verkauft werden. Aber nur Isländer, die sind eben was ganz Besonderes. Sie sind sehr robust, sind sehr freundlich, vielseitig einsetzbar, also sowohl im hohen Turniersport wie draußen im Gelände, einfach als Spaßpferde. Und sie sind einfach vom Charakter ganz besonders, finde ich. Zurück in der Schreinerei bei Frank und Dagmar Bausch. Das ist kein Schrank, sondern eine Transportbox für Triebwerkteile von Rolls-Royce, ein langjähriger Auftraggeber des Familienunternehmens. Herr Bausch, was wäre denn Ihre Schreinerei ohne Ihre Frau? Nix. Nicht möglich. Ja, der Liebe wegen. Und irgendwann wird man verhaftet, ist plötzlich die Sekretärin, ist die Dame mit dem spitzen Bleistift im Hintergrund, damit auch bei der Bank alles richtig läuft. Und so ist das gekommen. Und dann gab es da diesen einen Auftrag. Für die Youngsters im Ort gibt's das Jutz, die selbstverwaltete Chilltime, jeden Mittwoch offen für alle zwischen 13 und 18. Am besten gefällt mir einfach dieses Zusammenkommen mit den Jugendlichen. Also man ist hier so ein bisschen unter sich und man hat auch so ein bisschen seine Ruhe, aber trotzdem ist hier was los. Macht super Spaß. Hier auch, beim Training des Tennisvereins TCO. Große Halle für die Wintermonate, auch für die Kleinen, die hier groß rauskommen sollen. Für ihre Trainerin Leidenschaft von klein auf. Ich spiele schon seit ich, ich glaube 7 Jahre alt bin, hier auch selber Tennis. Und bin hier praktisch groß geworden in dem Verein. Und mir hat es immer riesig Spaß gemacht, klar selber zu trainieren. Aber ich dachte mir, jetzt kann ich natürlich auch was zurückgeben. Und wir lösen auf bei Schreiner Bausch. Der bekam 2004 nämlich den Auftrag für Ihre Majestät. Rolls-Royce hatte zum Besuch der Queen ein Schachspiel aus Triebwerkteilen gebaut. Fehlte die Kiste. Die wurde kurz vor knapp noch in Obernhain bestellt. Der Zeitdruck war groß. Und ich habe noch einen Polsterer-Kollegen dazu geholt. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, haben es dann auch fertig gekriegt. Und die Queen sah wohlwollend darauf hinab, kann man sagen. Und das hat man nicht jeden Tag, ist aber schön. Und darauf kann man ja mal anstoßen. Hier mit selbstgebrautem. Obernhainer Helles trinken die Adventsmarkt-Standbeschicker. Der Taunusbrauer versorgt sie mit seinen Hobbyerzeugnissen. Und das mit wachsender Begeisterung. Das läuft und die Leute, die sind zufrieden, die kommen hierher zum Abholen, mir verschicke und es läuft, also es macht Spaß. Sie lassen es sich gut gehen zusammen und auch ich habe gelernt, es heißt Obernhain, nein sogar Obernhain oder aber auch... Ein dolles Dorf.
Ja, Obernhain ist weit entfernt von der Grenze zur ehemaligen DDR, die es zum Beispiel 1965 noch gab. In diese Zeit gehen wir heute zurück bei unserem Hessenschau-Adventskalender. Diese Grenzen haben damals US-Soldaten kontrolliert, aber kurz vor Weihnachten haben sie ihre Uniform gegen Rausche, Bart und Mantel getauscht und hatten eine ganz bestimmte Mission: Kinder im Grenzgebiet glücklich machen. Die Patrouillenfahrten der amerikanischen Streitkräfte an der Zonengrenze standen heute ganz im Zeichen des bevorstehenden Weihnachtsfestes. In aller Frühe starteten 4 Jeeps der US Cavalry in Fulda zu einer 5-stündigen Fahrt in zahlreiche Gemeinden an der Demarkationslinie. US Army Jeeps verkleidet als Rentierschlitten. Auf solche Ideen können auch nur die Amis kommen. 1965 kontrollierten sie noch die innerdeutsche Grenze zur DDR und machen in den abgelegenen Dörfern den fröhlichen Santa. Überall in den Dörfern warteten die Kinder auf den amerikanischen Weihnachtsmann aus der Fuldaer Garnison. Beinahe täglich kommen die amerikanischen Soldaten auf ihren Streifenfahrten durch die Dörfer im Zonengrenzbezirk und schon oft haben sie mit den Kindern dieser Gemeinden Freundschaft geschlossen. Eine Sammelaktion für die Kinder in den Zonenrandgebieten. Die sind damals noch sehr viel ärmer als im Rest der Republik. 2 Kommandos waren unterwegs. Das eine im nördlichen Bereich, das andere an der südhessischen Hälfte der Zonengrenze. Überall streckten sich dem US-Weihnachtsmann die Hände der Kinder entgegen und stolz zeigten sie den Inhalt ihrer Tüten. Hershey's Schokolade und andere Leckereien aus dem fernen Amerika. Exotische Raritäten. Diese Weihnachtspatrouille findet auch der Reporter irgendwie anrührend. Ist das eine Tradition oder ist das eine neue Idee? Nein, das haben wir schon für lange Jahre gemacht. Und woher kommt denn das Geld für diese Geschenke, die Sie von, hier das Geld kommt von den Soldaten, von unserer Einheit. Und Sie sammeln jedes Jahr zu Weihnachten? Ja, jedes Jahr. Der Typ will es aber auch ganz genau wissen. Santa Claus im Kreuzverhör. Durch wie viele Orte fahren Sie heute Morgen? Durch 7. Durch 7. 7 und okay. Haben Sie ungefähr eine Ahnung, wie viele Kinder kommen werden, wie viele Kinder Sie beschenken, wie viele Geschenke haben Sie mit? Ungefähr 600 bis 750. Weihnachtsschlitten mal ganz putzig. Ach, hätten doch alle Militärtransporter nur Süßes geladen. Am frühen Nachmittag kehrten die Christmas Jeeps in ihre Standorte in Fulda zurück. Ja, und das war's von mir und der Hessenschau. Laura Di Salvo hat jetzt doch die Aussichten. Ich sag tschüss, schönen Abend, bis morgen.